Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Packs Trader. Heute habe ich mal wieder zwei Booster für euch am Start. Der nagelneuen Magitek Serie, Magitek Exodus 1314. Das sind hier die zwei Packs. Sind die 10 Spieler Päckchen. Gibt ja nur die 10 Spieler Päckchen im Handel momentan. Weiß nicht, ob Tops da noch sich was einfallen lässt und noch die 5er Packs rausbringt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist an der Bravo Sport ein 5er Päckchen, deswegen schlussfolgerig, dass es die 5er Päckchen auch gibt. Diese hier kosten 2 Euro jeweils, deswegen auch nur 2 Booster am Start. Nächstes Mal werden dann vielleicht auch 3 kommen, weiß ich noch nicht. Ja. Und Ronny als Fan-Favorite und Schäfer habe ich doppelt. Aber Schäfer, denke ich mal, werde ich jetzt tauschen. Das heißt, dass Ronny noch im Angebot ist. So, hier nochmal mit Verteilungen nochmal schnell einen Blick drauf werfen. So. 162 Sammelkarten gibt es insgesamt. So, dann denke ich mal, ich sehe die Powerkarte. Die erste. Haben wir nur einen Fan-Favorite drin. Machen wir mal so weg hier. Und die Beschreibung hatten wir auch noch drin, oder? Die Erklärung. Und wann die Topstour-Meisterschaften sind. Ich denke mal, dass ich in Berlin mitmachen werde. Zocker World Berlin GmbH. Weiß ich aber noch nicht. Mal schauen. So, dann haben wir hier als erste Karte den Kapitän Hövedes. Dann Julian Korb. Bubakar Sanogo von Cottbus, Fan-Favorite. Harvard Nielsen von Braunschweig, neuer Transfer. Emre Can, der von Bayern gekommen ist, vom FC Bayern München, der jetzt nach Leverkusen gewechselt ist, war ausgeliehen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein Rookie. Dann haben wir Steven Chirundolo, auch ein Kapitän. André Hahn, sehr richtig starker Spieler. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir noch in meiner Trainerkarriere holen werde, bei meinem Gaming-Kanal PTG. Schaut einfach mal vorbei bei ThePT Gaming HD. Unten ist auch in diesem Video mal der Gaming-Kanal verlinkt. Also schaut einfach mal einen Blick drauf. Bis jetzt ein Video oben. Und ja, wird jeden dritten Tag ein Video kommen oder jeden zweiten Tag. Schaut einfach mal vorbei. Wenn ihr interessiert seid an Gamings, an Let's Plays. Hier werden ja auch Let's Plays kommen, aber kommen ja auch Let's Plays. FIFA 14 Ultimate Team. Auch eine geile Serie von mir. Schaut einfach mal vorbei. Es werden auf jeden Fall auf meinen allen drei Kanälen keine gleichen Videos kommen. Also ich habe ja schon einen anderen Kanal, meinen reinen Opening-Kanal PAX United, wo ich schon fast 70 Abonnenten habe. Richtig geil. Und dann noch halt meinen Gaming-Kanal, wo ich momentan 8 oder 9 Abonnenten habe. Und ja, ich hoffe mal, die werden immer noch mehr steigen und dann bin ich sehr glücklich. Dank euch steigen die Abonnentenzahl. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall hier André Hahn. Jetzt bin ich schon wieder von André Hahn in die Trainerkarriere und immer so weiter ins nächste gekommen. Dann haben wir Philipp Zulechner von Freiburg, neuer Transfer. Und Niklas Stark, ein Rookie von Nürnberg. Unsere Powerkarte ist ein Mittelfeldspieler von Hamburg. Da haben wir Raphael van der Vaart als Fan-Favorite. Sehr schön. Und das zweite Päckchen. Dann hoffen wir natürlich hier auf einen Matchwinner. Ich glaube, es sind zwei Powerkarten. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann haben wir hier auf jeden Fall Jan Kirchhoff, der von Bayern auf jeden Fall gekommen ist. Neuer Transfer, Schalke. Lukas Rupp von Gladbach. Pierre-Michel Lasogga, der richtig stark spielt. Momentan. Der auch für die deutsche Nationalmannschaft nominiert ist. Ich würde mich richtig freuen, wenn er jetzt mit zur WM fährt. Dann haben wir hier auf jeden Fall Robert Lechleiter von Aalen, Fans-Favorite. Timo Werner, ein Wookie. Jonas Hofmann, der auch richtig gut spielt. Fabian Klos von Bielefeld, Fan-Favorite. Und Ruhn Jarsten, ein neuer Transfer, der nach Hertha gegangen ist. So, unsere erste Powerkarte ist ein Torhüter. Nämlich Kevin Trapp, ein Fan-Favorite. Den habe ich jetzt zweimal, also steht zum Tausch. Wer ihn haben möchte, einfach bei mir melden. Zweite Powerkarte ist ein Mittelfeldspieler von Hannover. Und es ist Leon Andreasen, ein Matchwinner. Sehr schön. Mein dritter oder vierter Matchwinner.
Dann hole ich mal jetzt kurz was. Also dranbleiben. Ich habe nämlich vorhin noch ein Päckchen gezogen. War geöffnet. Habe ich mir noch welche geholt. Mit diesem Päckchen. Und da hatte ich eine Karte drin, die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich denke mal, einige von euch wissen das jetzt schon. Bayern Mittelfeldspieler. Ja, es ist Ribéry Club 100. Ich habe ihn schon. Richtig nice. Einige von euch haben ihn auch schon. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Und ich habe ihn jetzt auch. Richtig geil. Und ja. Das wollte ich euch einfach nur zeigen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte den Daumen nach oben. Abonniert mich weiterhin so fleißig. Schaut bei meinen anderen Kanälen vorbei. Bei meinem reinen Opening-Kanal und meinem reinen Gaming-Kanal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Dann hören wir uns und sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Euer Pax Raider. Ciao.